Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sind hungrig und wir müssen noch da hinten ein paar der Höhlen abklappern, damit wir die Passagierliste voll kriegen. Und ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas finden müssen oder so an Items, aber eigentlich im Grunde haben wir das hier schon alles voll. Also ich glaube eigentlich im Grunde fehlt uns nichts mehr außer die Keycard für das Boot. Also lass uns das Ding auch mal suchen gehen. So. Es ist auch herrlichter Tag, das heißt, wir können wieder die Rüstung hier anziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hat also eine Knochenrüstung gefehlt, alles klar. Keine Ahnung, wo die geblieben ist. Wo wir Schläge bekommen hatten und das nicht mitbekommen haben. Bin ich mir jetzt auf jeden Fall nicht sicher. Aber wir müssen jetzt mal dahin. Die anderen Höhlen auch mal erkunden. Besuchen. Das wird reichen. Dann noch einmal den hier. Und los. Ah, Steine hätten wir auch ablegen können. Super. Haben wir jetzt nicht gemacht. So, vier Stück. Ah, ich finde super, dass hier auch manchmal welche einfach so rumliegen. Wie hier liegen sehr viele rum. So, und haben wir voll. Frage ist, welcher von den beiden ist jetzt näher? Der linke oder der rechte? Wer weiß, vielleicht, wenn wir näher sind, poppen da noch ein paar weitere auf. Den haben wir nicht aufgefüllt, hä? Jetzt tot, ne? Ich habe mich gerade kurz gewundert, was ist denn das? Der hat uns gleich drei Knochenrüstungen kaputt gemacht. Toll. Okay, ich bin denen nicht aufgefallen. Rabe hat mich jetzt gerade erschrocken. Ich glaube, der da ist näher. Und den da hinten müssen wir auch noch machen. Ja, der hier ist definitiv näher. Dann machen wir den hier schon mal rot und gehen rein. So.
Und in welcher Höhle sind wir jetzt? Ah, die obere. So, schauen wir mal, was wir hier übersehen haben. Warte mal. Bevor wir... Nee? Nein, gab es ja noch was? Ne, doch nicht. Okay, geht nur in diese Richtung. Okay. Ah, stimmt, hier sind wir. Genau. Wir sind jetzt in Arschloch der Welt hier, wo wir hier nicht irgendwie weiterkommen, warum auch immer. Doch. So, warte, dann müssen wir den hier nochmal absetzen. Ah, ich hoffe, ich falle hier jetzt nicht aus Versehen runter oder so. Da müssen wir aber irgendwie hin. Ja, nicht runterfallen. Da ist ein Hubschrauber. Wer weiß, vielleicht sind da unten auch noch Passagiere. Die fehlen. Haben wir genug? Hier gibt es wieder Leuchtfackeln. Rosen. Irgendwo habe ich was gehört gehabt. Vielleicht da drinnen. Genau. Hier rein. Na komm, Start. Ja, hier sind wir. Hier ist unser Feuer. Dann gehen wir noch mal runter. Ich will die Passagierliste auf jeden Fall voll kriegen. 6 Stück fehlen uns noch. Ich habe keine Ahnung, wo wir die finden können. Hier hängt auf jeden Fall noch jemand. Und wir sind jetzt wieder hier. Ja. Na komm. Will ich hier nicht runterfallen? Ja, okay, wären wir da runtergefallen, hätten wir runterklettern müssen. Obwohl unten gibt's glaube ich keine, oder? Die waren da ja unten oft genug. Brauchen wir nicht extra runtergehen. Ich glaube, in der Höhle, als wir in dieser hier waren. Genau, da haben wir noch einen Ausgang. Gehen wir dahin zuerst. Ja. Und nochmal die Kletteraxt. Rüsten wir die mal aus. Und. Nein. So.
Ich finde es gut, dass man die auch zum Kämpfen benutzen kann. Und zum Verteidigen. Die Passagierliste voll kriegen. Sobald wir die voll haben, gehen wir sofort in die Dings hier. In die letzte Höhle. Und öffnen da diese Tür. Genau. Und oh. So, da oben, genau da oben haben wir noch einen Ausgang irgendwo. Beziehungsweise vor dem Ausgang. Die Halle da vom Ausgang. So. Naja, doch nicht die Halle vom Ausgang. Wir sind schon in der Halle vom Ausgang. Können wir aber eben schnell noch da oben die Dings da auf rot schalten. Und dann wieder runtergehen. Und den anderen Weg mal nochmal durchgehen. So, Licht einmal ausgemacht. Auf jeden Fall, dass die Ureinwohner da sind. So. Und jetzt. Muss jetzt langsam rot werden, hallo? Ja, egal. Wir gehen wieder rein. Snack müssen wir auch gleich nehmen. Hier gab es sonst, abgesehen davon, gar nichts, ne? Ne, hier gab es sonst gar nichts. Geht's aber auch tief runter. Boah, juckt mir die Stirn die ganze Zeit. Ich glaube eigentlich hier, wenn wir da genau C auseinandernehmen. Aber es macht am meisten Sinn, wenn wir den hier ausrüsten. Batterie 0. Dann einmal hier. Da kenne ich noch einer. Waren da auf einmal zwei? Ich meine, da waren auf einmal zwei und boah, ist das laut. Verdammt laut hier.
Das ist auch jetzt verdammt laut. Ach, wir können übrigens wieder die Axt wechseln. Und rein da. Ah, Munition. Munition ist gut. Weil das heißt dann, wir können noch ein bisschen ballern. Nimm das Ding hier mal wieder raus. Genau, hier haben wir auch nochmal gesprengt gehabt. Und wo sind wir jetzt genau? In dem großen Bereich. So habe ich das Gefühl, dass hier wieder neue Ureinwohner sind. Ich habe dieses Gefühl hier einfach. Ich weiß nicht warum. Wir gehen aber erstmal da rein vielleicht. Macht das Sinn? Nee. Der andere macht aber eher Sinn zuerst. Wie viel Prozent hat er jetzt? 75? Was ist denn jetzt gerade? Ah, wir sind hier, wo wir gegen die zwei Muschikläuse gekämpft hatten. Ja, dann gehen wir zuerst da lang. Da hängen noch ein paar. Aber die zählen jetzt nicht zu den Vermissten. Zu den Passagieren. Und schnell wieder hoch. So, einen Moment, erstmal schauen. Genau, hier haben wir das bisschen, was unter Wasser geht. Aber sonst gab es hier, glaube ich, nichts. Kann ich so ins Inventar? Nö. Bei Land gab es hier jetzt auch nichts. Scheiße. Ja, ich brauche eine neue Sauerstoffflasche und da unten gab es welche. Füllen wir mal wieder auf. Müssen das hier eben anziehen. Und den wieder ablegen. Und die Kletteraxt. Und die hatten wir, glaube ich, schon. Noch ein Spielzeug.
Warte mal, waren wir da schon mal? Kann mich nicht erinnern, dass wir jemals hier durchgeschwommen sind. Hier gibt es auf jeden Fall einen Ausgang. Okay. Schwimmen wir da wieder mal rein. Wo geht's zurück? Da lang. Da geht's zurück. Jetzt hänge ich überall fest, Mann. So. Dann wieder hier. Ausziehen. Dann schauen wir uns mal. Hier hinten irgendwo. Da. Boah, Drecksfledermäuse. Ah, hier sind wir. Können wir den hier auch mal rot machen und noch mal kurz rein. Ich glaube, wir hatten da irgendwo noch was übersehen, vergessen. Genau, den anderen Weg hatten wir noch machen wollen. Genau. Wir sind nach rechts gegangen und links aber noch nicht. Das heißt, den Weg noch mal zurück und schnell was essen. Oh. Sechs Viecher. Und schnell weiter. So. Wir müssen jetzt gleich wieder zurück sein. Genau. Können wir wieder auf den hier wechseln. Und da hat sich was bewegt. Da hinten hat sich was bewegt. Da sind Knochen. Ja. Hilft ihn doch endlich. Okay, der ist tot. Oh, wie viele sind denn da? Ich habe mittlerweile das Gefühl, wir waren hier noch gar nicht. Den treffe ich nicht. Habe ich den erwischt? Warte mal, ich muss eben auseinandernehmen. Den hier weg. Batterien voll machen. Das. Und nochmal. So.
Wo sind die hin? Seh die gerade gar nicht mehr. Ah, da. Okay, den haben wir erwischt. Und da ist noch einer. Oh. Sogar zwei noch. Ja. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Komm. Den treffe ich gar nicht. Ich glaube, der existiert da nicht. Nächste wird wir machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, das wird hier wahrscheinlich doch nicht funktionieren. Ja, den erwischt. Komm, bleib stehen. Ist er tot? Ich glaube, wir haben alle erwischt. Ja, aber waren jetzt mal seit Ewigkeiten wieder Mutanten in der Höhle, eine Ureinwohner in der Höhle. Das heißt, wir können uns noch mal ein bisschen was an Knochenrüstung nachbauen, was uns fehlt, was wir wegen dem Baby verloren haben. Ja, würde ich sagen, stellen wir hier hin. Und so. Ich würde sagen, wir ziehen das ja auch mal wieder an. Wir haben sogar vier verloren. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann den Rest der Höhle wieder nochmal erkunden. Und ja, ich bin's, euer Maxeus und ciao.